So, mein Lieben, wunderschönen Donnerstagabend für euch. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid gut durch die Woche gekommen. In meinen Augen nach wie vor, ich wiederhole mich, aber ich wiederhole mich gerne. Eine relativ volatile Woche, ziemlich schwere Zeiten aktuell, klare Bewegungen zu sehen. Wir sehen die Indizes mit wildem Hin und Her, aber es scheint wohl so, als hätten wir jetzt hier ein höheres Tief gefunden, was erstmal die gesamte Börsenstimmung natürlich so ein bisschen nach oben drücken kann. Klar, der DAX ist eher so der kleine Bruder des Dow Jones, deswegen geht es hier immer darum, wie vor allem die Amis performen. Die geben ja häufig einfach so die Gesamttemperatur des Marktes relativ gut dar. Und da sind wir noch ein bisschen im dynamischen Widerstand gefangen. Falls wir aber hier in diesem Bereich neue Unterstützung bekommen sollten, spätestens dort bei den $34.500 und ein höheres Tief bekommen, dann können wir mit dem Ausbruch hier rechnen, potenziell erstmal wieder über die 35.000, wenn wir uns hier stabilisieren, kann es auch wieder weiter nach oben gehen. Also falls die Newslage uns nicht da irgendwie zwischenfunkt, da müssen wir in solchen Zeiten halt immer ein bisschen vorsichtig sein, ja, selbst als technischer Händler. Ich sag mal so anders formuliert, häufig herrscht der Krieg zwischen Fundamentalanalyse und technischer Analyse. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die sagen, technische Analyse und technisches Trading funktioniert nicht und so weiter und so fort. Es gibt genug Evidenz, es gibt genug Wissenschaft, die das Ganze hier belegt. Ich will jetzt nicht das Ganze aufquirlen. Wer sich dafür interessiert, der kann sich gerne auch bei mir mal bei Instagram melden. Dann werde ich das Ganze gerne mal auch so ein bisschen weitergeben. Es gibt genug Evidenz, dass halt eben technische Analyse seine Daseinsberechtigung hat. Dann gibt es die technische Analyse oder die Analytiker, viel eher gesagt, die behaupten, die Fundamentalanalyse funktioniert nicht, weil sie eben viel zu schwammig ist, weil man nie weiß, wie der Markt auf News reagiert und so weiter und so fort. Für mich habe beschlossen, ich versuche einfach das Beste aus beiden Welten zu verbinden. Wenn ich technischer Analyst bin, was ich ja bin definitiv, dann werde ich mich trotzdem nicht dagegen wehren und sagen, okay, es sind newsbedingte Bewegungen gekommen, deswegen dürfen die nicht sein, das stimmt nicht und ich bewege mich gegen den Markt. Nein, ich muss halt immer darauf reagieren, was der Markt mir zeigt. Und wenn wir sehen, dass jetzt gerade einfach wieder Unruhen aufgrund einer neuen potenziellen Epidemie, aufgrund einer neuen Pandemie, aufgrund eines neuen Virus, was auch immer kommt, dann werden wir letztendlich einfach mit ein bisschen wilderen Bewegungen rechnen müssen. Das heißt also, auch hier kann natürlich eine neue Meldung kommen, die letztendlich von so einem Widerstand zum Beispiel einen ordentlichen Verkaufsdruck, der letztendlich noch auslöst. Wie weit der Verkaufsdruck dann hält, bis wohin der Markt fällt, das kann halt wieder Gegenstand der technischen Analyse sein, wo wir sagen, gut, wir haben hier eine dynamische Unterstützung und falls irgendwelche News kommen oder halt einfach der Markt ein bisschen in Panik gerät, was wir halt nie wissen können vorher und deswegen ist die Fundamentalanalyse häufig nicht ganz so griffig wie eine technische Analyse, dann kann uns das Ding nach unten fallen, aber wir haben hier, ich sag mal, gute Anhaltspunkte, an denen wir potenzielle Verkäufe tilgen oder halt eben Käufe tätigen. Das ist der wichtige Punkt bei der technischen Analyse. Wir schauen uns Level an, die Volumen haben, die interessant sind und anhand deren Level können wir Bewegungen einschätzen. Und das ist besser, als wenn wir sagen, wir denken nur schwarz-weiß. Ja? Das bringt dir nämlich nicht viel. Du kannst am besten das miteinander verbinden und das machen, was dir langfristig die besten Ergebnisse liefert. Wir gehen jetzt mal zu Bitcoin, schon auf Tagesbasis, haben heute eine kleine rote Kerze. Und ja, das zeigt schon so ein bisschen, dass wir weiterhin noch ein bisschen nach unten gerichtet sind. Wir haben hier diese starke Rejection bekommen unterhalb der gleitenden Durchschnitte, sind jetzt hier aber genau in diesem Akkumulationsbereich, den wir angesprochen haben. Ja, wir haben darüber gesprochen, wir erwarten hier eine Seitwärtsbewegung, potenziell ein höheres Tief, falls das der Fall sein sollte und wir nochmal hochgehen. Haben wir darüber gesprochen, beim neuen Test könnten dann potenziell die 38.000 schnell gerissen werden, weil hier wenig Volumen liegt. Wir sehen, hier unten in dem Bereich ist wieder ein bisschen mehr Volumen reingekommen. Hier oben hat der Markt mit relativ wenig Volumen diesen Widerstandsbereich angetestet. Das heißt also, falls wir nochmals in diese Region kommen sollten, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir den Durchbruch nach oben machen. Wenn der Markt da oben hinkommt, kann es natürlich sein, dass der vor allem auch durch die positive Entwicklung der Indizes, deswegen habe ich das gerade angesprochen mit den Analysen, dass sich das sehr, sehr solide weiter nach oben bewegt und dass sich das eine mit dem anderen dann verbindet. Dass das Börsenumfeld relativ positiv gestimmt ist, was dann dem ganzen Gerät hier auch nach oben verhelfen kann. Sollte das nicht passieren, sollten die Börsen weiterhin relativ instabil sein, würde das natürlich auch ein bisschen, ich sag mal, den Rückenwind von Bitcoin etwas herausnehmen, was hier zeigen könnte, dass mit diesem Bruch der dynamischen Unterstützung wir potenziell neue Verkaufskraft bekommen. Dadurch haben wir hier einen dynamischen Widerstand,
der in einem Duplex-Punkt circa bei 58.000 Dollar endet. Das heißt, falls wir hier nicht mehr wirklich wegkommen von dieser Unterstützung, sondern von den 58.000 rejected werden, dann geht es weiter nach unten. Und da haben wir drüber gesprochen, wenn wir nach unten gehen, werden wir potenziell erst den unteren Bereich, also unter die 54.000 einmal dippen, bevor wir dann weiter Richtung Support bekommen, die nahezu auf die 51.000 Dollar gehen können. Also weiterhin sehr, sehr spannende Phase. Wir sind weiterhin sehr, sehr seitwärts auf Wochenbasis. Ja, haben wir entsprechend langsam auch hier uns nach unten bewegt. Diese langsame Bewegung, die kann natürlich nochmal in so einem Dip enden, bevor wir dann potenziell uns ein bisschen weiter nach oben bewegen. Aber wie wir schon angekündigt haben, da ist noch ein bisschen Platz nach unten. Und falls wir hier letztendlich wirklich den sauberen Test bekommen, dann haben wir bei den 51.000 Dollar auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Spanne, an der wir uns orientieren können. Hier sehen wir, wenn wir das Ganze mal wirklich sehr akkurat in den Markt legen, haben wir circa jetzt hier bei den 51.000 Dollar einen guten Anhaltspunkt. Es mag natürlich auch sein, dadurch, dass wir jetzt hier einfach räumlich, und das ist halt auch ein Punkt, wo die technische Analyse immer so ein bisschen, ich sag mal, wo schwierig wird, das einzuschätzen, weil je mehr Kerzen sich seitwärts bewegen, desto weniger Platz nach unten ist es, desto teurer wird der Preis automatisch. Was aber dann natürlich auch bedeuten wird, der Markt muss ja nicht genau mit der Wick hier drauf enden, sondern er kann natürlich auch sich hier mit der Wick nach unten die 51k krallen, aber dann hier oben schließen. Und das ist halt eben immer dieser Spielraum, den wir gerade auch mit diesen statischen und dynamischen Leveln haben, dass wir halt sagen, der Markt kann an so einem Level mal reagieren, wie zum Beispiel auch hier, kann reagieren, kann aber natürlich dann auch mal ein bisschen drunter, ein bisschen drüber gehen und so weiter und so fort. Und das muss die technische Analyse halt mit einbeziehen, das muss sie halt mitnehmen. Und dementsprechend ist jetzt hier eine sehr, sehr, ich sag mal, sehr, sehr fundamentale Ausgangslage für diese Art der Analysen, wie wir hier anstellen. Aber ich will dir da einfach auch nochmal die Infos mitgeben, warum das Ganze auch Hand und Fuß hat, was wir hier machen. Also das auf jeden Fall auf etwas größerer Zeit, dann halt auf Stundenbasis schauen wir uns an. Ja, grausame Seitwärtsbewegung mit leichtem Potenzial abwärts. Wir haben es immer wieder versucht, aber wurden rejected. Falls es nach oben geht, sieht es gut aus. Gerade haben wir einen kleinen Zug nach oben, aber wir sind auch hier an den gleitenden Durchschnitten wieder. Und da sehen wir, da kann natürlich immer und immer wieder auch Verkaufskraft reinkommen. Das heißt, wir müssen ein bisschen aufpassen. Wir sollten hier jetzt auf jeden Fall für die kurzfristigeren Bewegungen auch die kurzfristigeren Levels mit einbeziehen. Das heißt also, wenn wir mal hier auf M15 sogar gehen, dann haben wir hier diese dynamische Unterstützung, die natürlich relativ harmonisch noch den Markt nach oben bewegen kann. Aber falls die gebrochen wird mit dem tieferen Hoch und wir das Abwärtsmomentum bekommen, ja, dann ist diese Unterstützung hier eigentlich ausgelutscht. Ja, das sehen wir, wie häufig der Markt schon hier angetestet wurde. Und einen großen Fauxpas, den wir häufig denken, je häufiger eine Unterstützung angetestet wird, desto stärker ist sie. Das ist natürlich Schwachsinn, desto schwächer ist sie, weil dann schafft es die Unterstützung nicht, die Kaufkraft aufzubringen, um den Markt strukturrelevant eben in die Gegenrichtung zu drücken. Das heißt also, die Käufer, die müssen ja hier immer wieder neue Kaufkraft aufbringen, um den Markt abzufedern. Wo würde das hinführen, wenn letztendlich der Markt immer wieder versucht, diesen Preisbereich anzutesten und immer mehr Geld da weggenommen wird? Ja? Das heißt also, da ganz klarer, wichtiger Punkt, je häufiger eine Unterstützung angetestet wird, desto schwächer ist sie, nicht desto stärker. So sieht es auch zu Bitcoin, also leichte Abnahme heute noch nicht dramatisch, aber ein leichter Vorteil ist tatsächlich noch Short. Doch wie wir es gesagt haben, haben damit auch bisher recht behalten. Wir haben uns hier in einem 1000 Dollar Umfeld weiter nach unten fortbewegt, also leichter Vorteil, Short war noch da, ist auch immer noch da, aber falls wir, wie gesagt, hier die 57.000, 58.000 deutlich brechen, dann haben wir hier auch eine gute Möglichkeit, erstmal auch den Vorteil für Long zu sehen. Ethereum hat ein bisschen mehr abgegeben, ist ein bisschen schwächer, aber hat halt entsprechend auch vorher besser performt. Wir sehen hier heute auf 4-Stunden-Basis, auf Tagesbasis etwas schwächer unterwegs. Die meisten Coins haben heute auch relativ schwach performt. ADA ist heute schön nach oben gekommen, ist auch genau dort, wo wir unseren Kaufbereich letztendlich erwähnt haben. Sehr, sehr schön hier korrigiert und ist jetzt bestimmt auch schon 15%, 16%, 17% seitdem im Profit. Wunderbar. Ansonsten die anderen Coins, alle sehr, sehr verhalten. Wir schauen hier rechts. Die meisten haben heute abgegeben. Ein paar Ausnahmen haben halbwegs vernünftig korrigiert, aber die meisten sind entsprechend auch noch ein bisschen im Korrekturmodus. Und das sollten wir einfach nicht außer Acht lassen. Da sollten wir einfach ein bisschen drauf aufpassen. Vor allem, wenn wir hier diesen Klumpeneffekt, den Akkumulationseffekt mit einbeziehen, nämlich dass wir sehen, okay, da ist ein bisschen Zug drin, vor allem auch, wenn Bitcoin nach unten geht, der kann halt einfach die anderen Coins mit nach unten ziehen, beziehungsweise das eine bedingt das andere. Wenn Bitcoin fällt, fallen die anderen auch nicht, weil Bitcoin fällt,
sondern wenn Bitcoin fällt, weil es um die Gesamtliquidierung geht. Hier hat Ripple einen schönen Retest geliefert, genau haarscharf an diesem dynamischen Widerstand, wie wir ihn eingezeichnet haben, und jetzt die Korrektur. Und ja, die anderen Coins, wie gesagt, die schwächeln auch gerade, aber jetzt erstmal All Eyes on Bitcoin. Möglichkeit für Bruch nach oben ist da, dafür brauchen wir großes Volumen und sollten diesen Widerstand brechen. Ansonsten, falls es nach unten geht, sind die 52 bis 51k unser nächstes großes Ziel. Das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Wir hören uns morgen früh wieder. Dein Dominik, bis bald.